Behindert benutzt es oft und meint damit, dass jemand oder etwas dumm oder bescheuert ist. Aber was ist Behinderung? Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. Okay, und das soll heißen? Das bedeutet so viel wie, wenn ein erwachsener Mensch aufgrund einer geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung zum Beispiel nicht alleine einkaufen gehen kann oder sich im Straßenverkehr zurechtfindet und dieser Zustand länger als 6 Monate anhält, dann gilt er als behindert. Also so gesehen ist jeder, der von der Norm abweicht, behindert. Ja. Okay, und was ist diese Entwicklungsverzögerung jetzt? Als Entwicklungsverzögerung bezeichnet man es, wenn ein Kind sich nicht auf dem für sein Alter entsprechenden Entwicklungsstand befindet. Also wenn ein Zweijähriges noch nicht laufen kann oder das Kind erst verspätet zu sprechen beginnt. Da sich diese Verzögerung im Laufe des Lebens noch ausgleichen könnte, wird es halt als Entwicklungsverzögerung und noch nicht als Behinderung bezeichnet. Aber in vielen Fällen geschieht das eben nicht. Jo, das klingt logisch. So, das war dann mein kurzer kleiner Versuch, den Begriff hinter Behinderung zu erklären oder was eigentlich eine Behinderung ist, zu erklären. Ich hoffe, das war soweit verständlich und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir das zeigen mit einem Daumen nach oben, damit helft ihr mir sehr. Und wenn noch Fragen sind oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Werde euch so gut es geht die Fragen beantworten und werde mir garantiert sämtliche Kommentare durchlesen und versuchen mitzudiskutieren. Ansonsten wisst ihr ja, unten in der Ecke, in der Ecke oder in der Ecke, ich weiß es immer noch nicht, findet sich mein letztes Video und wie auch schon beim letzten Mal, das kommende Video werde ich auf einer der Pfoten verlinken, die hier an der Seite sind. In der Videobeschreibung habe ich euch auch nochmal den Gesetzestext, den ich vorgelesen habe, aus dem Video unten verlinkt mit sämtlichen Unterpunkten, falls euch das interessiert. Oder für die Eltern unter euch habe ich auch nochmal die Entwicklungsstände bzw. die Liste von kindlicher Entwicklung unten in der Videobeschreibung verlinkt und ja, das war's dann von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann labere ich bestimmt wieder genauso viel Blödsinn. Bis dann, ich bin raus.